Die Besucher hier beim Wiener Pferdefest und die Besucher aller Veranstaltungen der Horns Deluxe Event GmbH kennen den Berthold Kirchtag natürlich bereits. Er ist der Repräsentant von Fixkraft, vom Fixkraft Reiterteam. Deswegen darf ich jetzt den Christian Scheidemann zusätzlich vorstellen und er repräsentiert das Unternehmen Altec. Altec, Herr Scheidemann, ist den meisten Pferdesportlerinnen oder Pferdesportfans eigentlich erst mit den Equestrian Games 2010 in Kentucky so richtig ins Bewusstsein gekommen. Das Unternehmen gibt es seit über 30 Jahren. Warum haben wir das vorher nicht bemerkt? Ja, das ist ganz einfach, da wir biologische Futterzusätze produzieren und weltweit vertreiben. Und diese Produkte kommen in die Endprodukte rein. Das heißt, die kommen zum Beispiel in die Fixkraftprodukte rein oder in Mineralfuttermittel anderer Firmen, Ergänzungsfuttermittel. Daher erscheinen unsere natürlichen Futterzusätze, was Spurenelemente sind, was diverse Hefeprodukte sind, nicht so offensichtlich. Und deswegen kannte man uns noch nicht. Und wir haben dann Möglichkeiten gesucht, uns auch zu kommunizieren und das über die Pferde. Herr Kirchtag, Sie kennen Altec natürlich um einiges länger. Sie kooperieren mit Altec. Altec ist ein Teil von Fixkraft. Was bedeutet das für Sie als Fixkraft und was bemerken Sie da bei den Pferden? Für uns bedeutet es sehr viel, weil wir eben mit so einem großen Unternehmen wie die Firma Altec, die was eine große Forschung auch betreibt auf diesem Sektor, uns unterstützen kann, unsere Produkte eben besser zu entwickeln. Und wir sind sozusagen die was das dann am Pferd testen können. Und wir sehen dann auch den Erfolg eben von den gesunden Pferden, die was dann auch ihre spezielle Leistung eben dann erbringen können. In der Folge dieser Kooperation, dieser Partnerschaft zwischen Altec und Fixkraft, und wir haben die World Equestrian Games von Kentucky 2010 angesprochen, es wird 2014 wieder Weltreiterspiele geben, diesmal in der Normandie und auch diesmal haben Sie den Vornamen Altec bekommen und diesmal gemeinsam mit Fixkraft. Was steckt da für eine Idee dahinter? Vielleicht fangen wir wieder bei Ihnen an. Ja, die Idee, letztendlich, wir führen die Partnerschaft weiter, die wir vor 2010 gemacht haben für Kentucky, führen wir jetzt weiter bis 2014, bis in die Normandie. Dahinter steckt, dass wir zusammen die Weltreiterspiele bekannt machen wollen und regelmäßig darüber berichten werden, was sich tut, dass wir hier die Möglichkeit haben, über Fixkraft in Österreich als der offizielle Altec-Partner für die Altec FIE Weltreiterspiele 2014 in der Normandie, so ist der offizielle Titel nämlich, werden wir uns kommunizieren. Und so kann sich auch die Firma Fixkraft differenzieren und steht als ein Teil der Weltreiterspiele und vertritt Österreich dort vor Ort. Ja, und jeder Kunde und jeder Pferdebegeisterte kann zu Fixkraft hingehen und sich informieren und natürlich auch zu uns. Fixkraft ist ein großer Name im österreichischen Pferdesport. Jetzt die FEI, ich sage World Equestrian Games dazu und den offiziellen Titel, es sind die Altec FEI World Equestrian Games, habe ich es jetzt halbwegs richtig gesagt. Fixkraft ist jetzt bei den Equestrian Games als Unterstützer, als Sponsor mit dabei, gemeinsam mit Altec, aber Fixkraft ist auch der Unterstützer von einer ganzen Reihe von Springreitern, die wir ja auch hier in der Stadthalle begrüßen dürfen. Ich frage jetzt einfach einmal, ist es ein Ziel von euch oder vielleicht sogar das größte Ziel, einen Fixkraftreiter in der Normandie am Start zu haben? Das wäre wirklich unser großes Ziel und ich würde es jedem wünschen, der was eben bei uns im Team mitreitet, aber jedem anderen Österreicher auch, an den Start zu gehen in der Normandie. Das wäre für uns ein Riesenerfolg, wenn auch ein österreichischer Reiter oder eine Equipe eben in der Normandie teilnehmen kann. Es sind ja nicht nur die Springreiter, es gibt ja auch die Dressurreiter, es gibt die Voltigierer, wenn ich da den Stefan Chandl zum Beispiel hervorheben kann, der was ja heuer in Aachen gewonnen hat. Also wenn er wieder ein Pferd hat, wo er mitmachen kann, dann ist das sicher auch ein Ziel für Herrn Chandl. Stefan Chandl hat ja in diesem Jahr unglaubliches Pech gehabt, dann im Endeffekt mit seinem Pferd auch, ist leider verstorben. Ganz ein anderes Thema vielleicht zum Schluss dieser netten Runde eben. Also österreichische Sportler, sie werden dabei sein in der Normandie, das ist gerade auf dem Voltigiersektor nicht unwahrscheinlich oder sehr, sehr sicher. Springreiter wünschen wir uns, rot-weiß-rote Farben, sind aber auch in Form von Fixkraft und Altec in der Normandie dabei. Ihr Wunsch für das Jahr 2014 darüber hinaus?
Darüber hinaus weiter in diesem Bereich der Ernährung, auch im Pferdebereich, weiter aktiv zu sein und mit unseren Futterzusätzen, unseren Ergänzungsfuttermitteln bei den Pferden ganz vorne zu sein, um Leistung, Leidenschaft und Exzellenz bei den Tieren weiter zu fördern, damit sie einfach bestmögliche Leistungen dort vor Ort schaffen. Das ist unser Ziel. Und am besten mit einem österreichischen Reiter im Sattel. Für das Team Fixkraft die Wünsche für das Jahr 2014, für das Jahr der Weltreiterspiele? Ja, dass wir eben welche dabei haben, ja, das wäre unser Ziel. Und unser Ziel ist eben auch allgemein Pferde gesund zu füttern, ja, eben mit der Firma Altech zusammen ein gesundes, leistungsfähiges Pferdefutter zu produzieren. Und ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt auch ein gesundes Ergänzungsfuttermittel und gehen auf ein Bier. Dankeschön den Herren fürs Gespräch. Vielen Dank, herzlichen Dank.